Da sind wir wieder. Einen wunderbaren guten Morgen und einen ganz tollen Start in die neue Handelswoche. Hier und heute. Zunächst mit dem Blick auf den DAX. Ich habe ja gestern, ja, zugegebenermaßen etwas später als gewohnt, wenn ich das Sonntag veröffentlicht habe im FX Research am Sonntag. Ähm, Abseits vom FX einfach mal den DAX ein bisschen näher beleuchtet, weil sich da eine sehr, sehr interessante Situation momentan ergibt, die man durchaus auf dem Auge haben sollte. Das blicken wir uns heute hier durch. Dann gerne noch der kurze Blick auf die anderen Indizes, was so NASDAQ und Co. am Wochenende, beziehungsweise am Wochenende haben die ja nichts gemacht, also für uns haben die Börsen ja auch geschlossen gehabt. Aber was die so zum Freitag noch im Handelstag getrieben haben, das war nämlich auch relativ interessant an dieser Stelle zu sehen, das alles jetzt gleich hier und natürlich auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, diejenigen, die hier zuschauen, ich sehe auch schon äh, die ganz lieben guten Morgengrüße auf Zoom und auch auf Facebook, danke dafür. Wer live zuschaut, bitte einfach den ein oder anderen Wunschmark mit reinnehmen. Wenn ihr hier das postet in den entsprechenden Chatfeldern, dann kann ich das Ganze entsprechend auch sehen. Und ähm, das Ganze dann natürlich immer noch ein bisschen im Hinterkopf halten. Wir müssen das natürlich jeden Morgen auch machen. Der Risikohinweis, ich bitte ihn Gänse zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir schon zu den Nachrichten. Für den heutigen Montag gibt es nicht wirklich viel. Montage sind meistens oder nicht selten Tage, wo nicht wirklich viel an wichtigen Nachrichten sind. Aber, Leute, hier den Mann, den kennen wir. Ja, das ist Wieland Art. Den hatten wir äh, schon hier vor kurzem vor zwei Wochen im Gespräch auf dem Tickmill, in, der, in der Tickmill Freitagsendung und der der hat ein Interview mit mir geführt und dieses Interview wird heute veröffentlicht also er hat geschrieben in seinem Kalender am 28. September wird das Ganze veröffentlicht und der ist ja nun mal heute und wen das Ganze interessiert was ich zu erzählen hatte im Interview der kann sich das Ganze auch mal anschauen ich bringe die entsprechenden Links mal kurz hier rein in unsere Chats Bombs, einmal dort und jetzt muss ich nur mal kurz gucken. So, allen da haben wir es auch da. Wen das interessiert. Einfach mal auf die Website vom äh, Torero Trader gehen. Äh, Im Laufe des Tages, nehme ich mal an, wird das Ganze veröffentlicht. Also heute ist Veröffentlichungszeitrahmen. Ich werde das Ganze dann entsprechend natürlich auch nochmal auf Facebook posten. Für diejenigen, die das Video aus dem Nachgang sehen, ähm, beziehungsweise über andere Kanäle, einfach dann auf dem Facebook-Kanal für mich gehen, also auf meine Facebook-Seite. Da steht das auf alle Fälle auch mit drinnen. Der Link, wer das mag, kann sich das sehr, sehr gerne anhören. Und. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz den Check der Nachrichten. Das haben wir ja nächste äh, letzte Woche nicht gemacht, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit für die Plauderei mit dem Traders Talk mit äh, dem Michael Vogt an dieser Stelle haben wollte. Wir schauen mal kurz auf die Nachrichtenvorschau für die laufende Woche. Da gibt es nämlich durchaus Sachen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Und natürlich am Freitag das große Event in den USA. <laughs> Werden wir gleich sehen. Also. Wie schon gesagt, Terminlichkeiten heute, EZB-Präsidentin Lagarde spricht, das ist immer eine wichtige Geschichte. Morgen gibt es aus den USA Verbrauchervertrauen, das ist auch für die USA extrem wichtig und natürlich für die Entwicklung der Indizes und dem Dollar an sich. Mittwoch gibt es aus den USA den Einkaufsmanager-Index hier an dieser Stelle zu berichten aus Großbritannien. Gibt es das BIP? Wieder mal noch eine Rede von Frau Lagarde. Ähm, und aus Deutschland bekommen wir die Arbeitslosenzahlen. Das kriegen wir natürlich auch aus den USA. Verbrauchervertrauen gibt es noch äh, hier in äh, Europa. Am Nachmittag dann in den USA die ADP-Beschäftigungsänderung. Und das ist der erste Vorlauf für die Non-Farm Payrolls am Freitag. Das wird sehr, sehr interessant. Letzte Woche hatten wir ja auch ein paar Arbeitsmarktdaten. Äh, das Thema Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren höher als in der vergangenen Woche und auch deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten hatten eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze etwas zurückkommt. Also man muss hier schon ganz genau hinschauen, was passiert. Und man, man muss halt auch immer so ein bisschen abwägen, worauf schauen denn sozusagen die Händler, auf welche Zahlen. Ne? Manchmal ist es der Immobiliensektor, der extrem den Fokus rutscht. Manchmal ist es so, dass äh, wir äh, den, äh, den Ölpreis sehr, sehr stark im Fokus haben und dann plötzlich sehr, sehr starke Bewegungen dort bekommen. Also es gibt immer mal Abweichungen, worauf geschaut wird. Deswegen müssen wir auf diese Zahlen auch schauen. Das gibt es, wie schon gesagt, am Mittwoch. Am Mittwoch aus den USA dann auch noch das BIP, die schwebenden Hausverkäufe und. Wie jede Woche Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände Donnerstag, ja, da ist in China Feiertag, aber wir arbeiten trotzdem. Nur weil in China Feiertag ist, heißt das ja nicht, wir haben nichts zu tun. Nein, im Gegenteil, wir bekommen hier bei uns in Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Da steht die USA übrigens schon wieder über Vorkrisenniveau. Das ist eine Nummer, muss man wirklich so sagen. Ähm, aus Großbritannien ebenfalls Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Und am Freitag dann aus Deutschland, nein aus Europa, so rum ist eine Euroflagge davor, den Verbraucherpreisindex. Da sollte es keine Überraschung geben, da wird es sehr niedrig sein. Und in den USA um 14.30 Uhr die Non-Farm Payrolls, das ist das, wie es in den USA heißt, ins Deutsche übersetzt sind, dass die Beschäftigten außerhalb der... Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote, die bekommen wir natürlich auch aus den USA. Und wir sehen es hier unten, man geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote etwas sinken wird. Wir werden sehen, das sind so die Überraschungen, die da kommen und auf die müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise vorbereiten, beziehungsweise diese Dinge immer ein bisschen mit im Köpfchen haben. Ju, das hätten wir da. Ja, und ich würde sagen, machen wir weiter mit. Den Charts. Ich habe übrigens auch schon gesehen, Gold wird nachgefragt, Euro, US-Dollar wird nachgefragt. Das nehmen wir natürlich auch direkt mit rein. So, also schauen wir drauf. Hier mal die Fakten: ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Das hier ist jetzt der NASDAQ, weil wir den gerade mal auf der Uhr haben. Bevor ich auf den DAX eingehe, Lasst uns doch einfach mal kurz auf den Nasdaq schauen. Kurze Situation, kurze Eingliederung. Ich mache euch den Chart gleich mal noch groß, dass den jeder besser sehen kann. So, Moment. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, wohl, da haben wir es. Alles gut und alles da an dieser Stelle. Also, Nasdaq. Was haben wir hier denn Schönes? <laughs> wir haben einen Nasdaq, der es... Ab der Wochenmitte fliegen lassen hat. Und da sehen wir mal wieder, ähm, ja, dass man so einen Index nicht einfach so abschreiben darf. Und wir sind jetzt hier in einer hochinteressanten Situation am US-Markt, wenn wir das mal so sehen wollen. Weil, schaut es euch mal kurz an, worauf wir hier schauen. Wir hatten das ja hier auch in den Live-Besprechungen mit auf dem Schirm: der NASDAQ. Er hat angefangen, nach unten zu trenden. Wartet mal, ich muss mal kurz hier diese Zeichen nur noch rauslöschen, dass der Chart ein bisschen sauberer ausschaut. Also, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass der Nasdaq durchaus angefangen hat, nach unten zu trenden, auf der Tagesbasis. Leute, das zeige ich euch mal ganz kurz hier. Ähm, mit dem Zeichen-Tool. zack, da ist es, passt auf, Abwärtstrend, haben wir gesehen. Wir haben hier den großen Abverkauf bekommen. Und hier sehen wir auch noch mal, wieso solche Support-Level-Relevanzen haben. Schaut mal drauf gelaufen, hier sind wir schön abgeprallt. Wo sind wir reingelaufen? Schaut mal hier drüben, hatten wir auch immer mal dieses Level, diese 11.565-Punkte-Marke. Die hatten hier Abprall-Relevanz und hier auch. Ja, dann kam es technisch zur Fortführung des Abwärtstrends, also zur Entstehung und dann natürlich zur Fortführung hier unten rein in das Tief. So, wo ist das Tief erstmals zum Erliegen gekommen? Und das, da sehen wir auch wieder, ähm, weshalb wir hier äh, in unseren Morning Sessions halt nicht nur auf äh, sogenannte Trend-Tiefs schauen, sondern wir müssen auch immer mal so ein paar Schwungbereiche mit im Auge behalten. Die, und Schwungbereiche, das sind so Level, an denen die Märkte gerne mal ja, ein bisschen sich drehen und sich dann für eine Richtung entscheiden. Und das haben wir gesehen äh, hier unten in diesem Bereich, hier, also hier in diesem Level. Jetzt gibt es doch sowas, wartet mal Leute. So, weg hier, das will ich haben. Also, in diesem Level, das hier, das ist so ein typisches Drehlevel, ähm, die Marktbeachtung gefunden haben. So, und das Ganze hier an dieser Stelle, müssen wir jetzt einfach mal sehen, was ist hier passiert. Und das, was hier passiert ist an dieser Stelle, ähm, zeigt uns eine interessante, zumindest im kurzfristigen Bereich, eine relativ interessante Situation, nämlich hier, dass dieser Bereich in kurzfristen, hier unten um die Marke von 10.665 Punkten, dass die eine Kaufrelevanz hat. Ja, hier drauf gespiked, wupp, komplett nach oben. Hier drauf gespiked, wupp, komplett nach oben. Schöner grüner Tag auch geworden, also hier ein weißer Tag. Bestätigung und jetzt wird es interessant, was wir heute sehen. Schaut euch mal diese Situation an, die wir hier haben. Ich zeige euch das jetzt mit Absicht, weil wir dann nachher im DAX auch etwas ähnliches sehen können. Hier oben ist jetzt ein sehr, sehr, sehr wichtiges Level. Wir sehen es hier im von drin, die 11.185 Punkte Marke. Die ist sehr, sehr interessant im Nasdaq. Ähnliche Bilder sehen wir auch in anderen Charts. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt im Nasdaq an. Und da werdet ihr gleich sehen, warum das ganze Teil wirklich so interessant ist. Und zwar die Situation folgendermaßen. Ich skizziere hier einfach mal ein bisschen was Trendiges nach unten ein. Wartet mal. Da muss ich das Ganze mal noch etwas weiter zusammenraffen, dass wir hier sehen. Also, wir sehen hier natürlich ganz, ganz klar den Abwärtstrend am Laufen. Ja? Das muss jedem bewusst sein. Das ist definitiv hier ein Abwärtstrend auf Stundenbasis. So, und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, dass dieser Trend hier oben in diesem Bereich um die Marke von 11.185 bis 11.200 durchaus ein relevantes Anlauflevel haben. Und jetzt kommt das Spannende, weil. Spannender aus der Sicht, dass wir jetzt tatsächlich die Chance haben, wenn wir hier oben drüber laufen, einen Aufwärtstrend zu machen. Zumindest auch mal im Kleinen. ja? Weil wir haben ja ziemlich große Schwungbreiten gehabt, im, auch im Nasdaq. Und das ist dann immer wieder interessant zu sehen, wenn wir da tatsächlich hochlaufen. Und schaut euch das mal an. Da haben wir die Situation, von hier unten rauskommt. Das hier an dieser Stelle hier drüben ist schon mal ein leicht höheres Tief. So, und jetzt kommt es. Da, hier, meine Zuschauer vom... Seminar am Wochenende, da weiß ich, dass die auch immer mal mit reinschauen. Die werden sich jetzt ähm, daran erinnern, was wir hier erzählt haben dazu. Laufen wir hier oben drüber, dann haben wir einen Aufwärtstrend im Stundenchart und der bestätigt dann die sehr positive Lage. Dann haben wir hier so eine W-förmige Korrektur sozusagen, also ein schönes Umkehrmuster und das gibt uns dann durchaus die Chance, weiter nach oben anzusteigen. Ob das jetzt natürlich schon die komplette Kehrtwende wird. Das heißt, die Korrektur hier im Nasdaq, wenn wir uns das mal auf Tagesbasis anschauen wollen, ähm, der große Markt ist ja weit, weit, weit nach oben gelaufen. Und der Wochenchart zeigt uns das Ganze auch an, wo wir hierher gekommen sind. Also das ist mal ganz eindeutig hier ein Aufwärtstrend auf Wochenbasis. Ja, und der hat jetzt halt ein bisschen korrigiert und das haben wir als den Abwärtstrend auf Tagesbasis gesehen. Und wir haben hier. Auf der Wochenbasis letzte Woche eine Umkehrkerze bekommen, also sozusagen ein Long-Umkehrsignal. Das ist diese Kerze, die wir hier sehen an diesem Punkt. Und diese wird bestätigt, wenn wir oben drüber laufen. Und das ist dann die Chance, die bullische Chance, die wir haben, uns wieder weiter nach oben zu richten. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, na warum soll das denn passieren? Ja? Es hat sich ja wirtschaftlich oder auch ähm, mit Thema Covid-19 äh, technisch. Jetzt die Lage nicht so stark verändert. Wir haben weiterhin hohe Zahlen ähm, an der Covid-19-Front und äh, der wird halt einfach weiterhin Bestand haben. Ne? Und da habe ich auch äh, am Wochenende Fragen gestellt bekommen: Na, wieso sollte der denn jetzt einfach steigen? Leute, überlegt euch mal eine andere Geschichte. Der große Rutsch nach unten, der hatte keine großen gravierenden wirtschaftlichen Änderungen oder keine großen gravierenden, extrem negativ laufenden Covid-19-Sachen. Da blieb alles in etwa bei dem alten System. Trotzdem sind die Kurse gefallen. Und das ist auch etwas, da haben sehr viele Händler drauf gewartet. Und da sage ich an, an dieser Stelle, es hat sich da überhaupt nichts verändert. Wir haben jetzt einfach nur mal eine Korrektur nach starken Gewinnen gesehen. Und die hat natürlich jetzt in diesem Gesamtumfeld die Chance, weiter nach oben zu laufen. Auch wenn wir immer mal gemischte Zahlen sehen werden, auch wenn wir äh, das Thema USA-China auf der Uhr haben, auch wenn wir US-Wahlen vor uns haben, es spricht nichts dagegen, dass wir nach so einem Longumkehrsignal im Wochenchart auch mal ein Stück nach oben laufen. Ob wir dann direkt weit oben rauslaufen, neue Allzeithochs machen oder im Mitblick auf den Tageschart ähm, einfach nur ein Stück weit nach oben laufen und hier oben bei 11.565 Zählern uns wieder in den Kopf stoßen. Das sei dahingestellt. Aber da haben die kurzfristigen Trader eine Menge Luft zum Traden und das Ganze auch nach oben mit zu begleiten. Und mit diesem quasi Vorwort, das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern das Vorwort ähm, für den Blick auf den DAX, schauen wir uns alle mal hier an dieser Stelle das Ganze an. Also, wir haben jetzt hier den DAX. Und der DAX bedeutet an dieser Stelle, der Index ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe es im äh, Blogbeitrag bzw. im Research am Sonntag geschrieben. Wir haben hier eine Art Keilformation. Keilformation deswegen, weil wir hier zwei, äh, sag ich mal, schräg verlaufende Seiten haben. Schräg verlaufende Seiten heißt ähm, an dieser Stelle hier unten nach oben laufend, also hier das Ganze. Die untere Seite ist stärker ansteigend als die obere Seite. Und das ist eine Formation, die nennt man eine Keilformation. Das ist ein ansteigender Keil, und ansteigende Keile sind in der Regel ähm, ja, Signale, die durch die Unterseite aufgelöst werden und zumindest kurzfristig für Abgabedruck sorgen können. Und genau das haben wir ja auch gesehen. Der Abgabedruck kam hier. Der kleine Aufwärtstrend nach oben, was sich hier so geschlängelt hat, dieses Zickzack gebildet hat und diesen Supportbereich um die 12.800 Punkte ausgebildet hat, der hat nicht gehalten. Ja, der ist ja jetzt hier noch grün. Das ist jetzt sozusagen der Widerstandsbereich. Den müssen wir damit auf der Uhr haben. So, kurzen Augenblick. Da haben wir das. Und damit muss ich hier oder konstatiere ich hier an dieser Stelle sozusagen mal den Widerstandsbereich um grob die Marke von 12.800 Punkten, so in etwa, also in etwa hier so, so wartet mal, machen wir das mal auf 12.800, dass es sauber ist. Und das Ganze dann sozusagen, 800, so, bam, das weg, das sehen wir hier an dieser Stelle äh, sozusagen mit dem Widerstandslevel im Markt. Und jetzt sind wir unten drunter reingelaufen und schaut mal, wo wir hier zum Stehen gekommen sind. Dieses Level, was wir hier unten haben, das ist ein sogenanntes marktrelevantes Level. Marktrelevant, weil wir hier. Schon das ein oder andere Mal eine gute Price-Action gesehen haben. Und zuletzt halt immer wieder als Auffangbereich. Ne? Hier haben wir erst ein bisschen gezögert, drüber durchzulaufen. Das Ganze können wir auch noch ein Stückchen weiter nach hinten ziehen, wenn man das mal so sehen will. Also, das hat in der Vergangenheit dieses Level ähm, um die Marke von 12.300 Punkten schon durchaus relevante Marker gehabt. So, das haben wir jetzt hier, also 12.2 bis 12.3, in etwa hier oben in diesem Bereich, hier unten rein. Mal, mal kurz gucken, wo das Tief gewesen ist. Hier unten das Tief haben wir gehabt bei 12 1200. Naja um die 12.200 heißt also das Level hier unten ist relevant. Jetzt stellt sich die Frage was wird hier passieren? Also wo laufen wir denn entsprechend hin? Und da zeigt uns das Level was wir hier haben schon einmal wo momentan die Reise hingehen kann, weil wir sind am Freitag schön unten reingelaufen hier an dieser Stelle, also schön den Umkehrstab nach oben gesehen hier und wenn sich das Ganze jetzt bestätigt dann haben wir durchaus Chancen wieder nach oben zu laufen zunächst erstmal hier Richtung 12,8 und wenn es gut läuft, und das wäre dann wirklich ein sehr, sehr schönes bullisches Signal, dass wir diesen Verkaufslevel, diese 12.800-Punkte-Marke wieder zurück erarbeiten. Technisch schaut das Ganze so aus, ich skizziere es einfach mal kurz vor: das ist momentan der laufende Abwärtstrend im DAX, ja? das ist aktuell abwärts gerichtet. Das ist auch der Ausbruch aus dem Keil nach unten. Und diesen Schub, diesen Ausbruch aus dem Keil nach unten, den sehen wir natürlich auch trendig. Da müssen wir mal kurz in die Stunde umschalten. Und da sehen wir schon, wo jetzt das interessante Level herkommt. Ich hatte im äh, Blogbeitrag, im Research vom Sonntag, ähm, hatte ich im 5-Minuten-Chart sogar noch ein wichtiges Level mit reingelegt, äh, wo wir entscheiden müssen, wo es hingeht. Das ist sozusagen das Level über dem Freitagshoch. Also ich zeichne das hier gleich mal noch mit ein, dass man es im ähm, Tages- bzw. im Stundenchart noch mit sehen können. Schaut mal hier, das ist das Hoch vom Freitag. Kurzen Augenblick, die Linie mache ich mal kurz etwas andersfarbig. Das müssen wir beachten, weil dieses Level hat eine sehr, sehr starke Relevanz. Wird dieses Hoch gekauft, ähm, ist das eine richtig gute Chance, oben drüber zu laufen. Im Hoch haben wir gehabt 2710. Wartet, ich schreibe euch das mal rein hier. 2710. Und das sind natürlich. Dann starke Signale. Wenn so ein Hoch gekauft wird, wird nämlich die Umkehrkerze vom Freitag bestätigt. Und das ist eher dann ein bullisches Signal. Und das schauen wir uns mal in der Stunde an, was das denn am Ende auch bedeutet. Überhaupt, wenn wir sowas machen. Und das ist nämlich das Spannende. Dass wir hier dann zunächst tatsächlich eine schöne Aufwärtsphase vor uns haben könnten. Warum? Weil wir sehen, dass an dieser Stelle der Abwärtstrend gebrochen wurde. Schaut mal, von hier oben sind wir zum Schluss runtergelaufen, dann nochmal schön in die Korrektur reingegangen, nochmal eine schöne Bewegung gemacht, hier das letzte Korrektur hochgeschrieben, das ist die Marke von 12.710. Und dann nochmal ein Rutsch nach unten mit dem Tief und Freitag dann deutlich die Erholung nach oben. Ja, auch getrieben von der Erholung am US-Markt. Und das ist das Hochinteressante, was wir jetzt sehen. Jetzt ist nämlich der Markt hier nach oben am Laufen. Und wir sehen schon, wartet mal, ich mache euch das mal kurz ein bisschen größer. Wenn wir uns diesen kleinen Belauf mal anschauen, das hier, ich habe euch jetzt mal eingescannt hier, den Lower Timeframe. Und wenn wir uns die Stunde mal anschauen, dann sehen wir, dass die fünf Minuten schon nach oben trennten. Und das ist jetzt echt eine hochinteressante Geschichte. Wenn sich das nämlich fortsetzt, dann haben wir echt die Chance, hier oben das Freitagshoch wegzunehmen. Und deswegen habe ich die fünf Minuten so ein bisschen mit ins Spiel genommen, weil in den kleinen Zeiteinheiten, in den fünf Minuten, sehen wir ganz genau, wer das sehen möchte. Ja, wer das nicht sehen möchte, sagt sich, okay, äh, wenn wir hier oben drüber gehen, ist der Abwärtstrend gebrochen, dann haben wir doch schon mal eine super gute Chance, weiter nach oben zu laufen. Dann haben wir aus jetziger Sicht allerdings noch keinen Aufwärtstrend auf Stundenbasis. Das kann also dann relativ schnell auch erstmal wieder in die Korrektur gehen und dann erst nach oben laufen oder wieder komplett nach unten rumdrehen aus dem Grund schaue ich hier sehr sehr gerne auf die kleineren zeiteinheiten in diesem Bereich gerade wenn wir so wichtige Entscheidungslevel haben und das ist das was wir jetzt in der Stunde hier auch sehen hier Nehmen wir das Freitagshoch raus, wird diese Umkehrkerze bestätigt, das Long-Signal bestätigt und wir können uns weiter auch nach oben richten. Jetzt raffe ich hier mal kurz zusammen, wo wir auch wichtige Anlaufmarke haben und die sehen wir dann halt sehr, sehr schön. Erst einmal hier natürlich in dem Bereich von 12.800 Punkten, das wäre der erste Bereich. Der zweite Drehbereich, den wir hier hätten, wäre mal hier oben diese Marke zwischen oder erst einmal natürlich die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Und das ist der Bereich hier oben wartet mal, ich mache euch das auch mal hier als Widerstandslevel. In diesem Bereich dort oben haben wir natürlich auch Marker, wo der Markt schon reagiert hat, ja. Das heißt, an diesen Punkten, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, schaut da oben, das ist die Marke um die 13000 Punkte hier und da sehen wir haben wir auch schon Anlauflevel gehabt, wo der Markt hier reagiert hat. Also wenn wir die 12.8 rausnehmen, haben wir durchaus erstmal gute Karten Richtung 13.000 Punkte Marke hochzulaufen. Und das, wie ich finde, ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und wenn wir jetzt nochmal kurz in den Tageschart reingehen, wenn wir mal sehen, wo das Ganze läuft, dann haben wir halt auch das, was ich vorhin auf Tagesbasis äh, sozusagen auch genannt habe, gute Chancen weiter mit nach oben reinzunehmen. Und das ist jetzt halt der Punkt. Der nächste Punkt, wenn die 13.000 nachhaltig überschritten werden, ist da mal schön. Dieses Level hier oben, da oben, das Level bei 13.200 bis 13.300 Punkte. Dieses Level ist dann der nächste Anlaufpunkt. Und das sehen wir hier, wenn die Umkehr tatsächlich kommt. Das wird sehr, sehr spannend. Aber wir sehen das jetzt hier im Blick auf den DAX mit dem letzten Schub nach unten. Hier ist mal der Zeitrahmen drin, der Lower Timeframe. Der große Rutsch nach unten ist halt erst dann nachhaltig rausgenommen, wenn wir über die 128 drüber laufen. Deswegen hier immer noch ein bisschen Achtung, ein bisschen vorsichtig, das ist im kleinen zu, mit Vorsicht zu genießen, da könnte sich sehr sehr schnell auch eine Bullenfalle draus entwickeln, aber wir haben halt die Chancen zur Oberseite und kurzfristig über dem Freitagshoch haben wir gute Chancen hier ein Stück weit höher reinzulaufen. Das der Blick in DAX Stunde und DAX Tag und ich habe es ja versprochen, wir schauen jetzt noch mal eben in den 5 Minuten Chart. Da will ich euch einfach nur mal ganz kurz zeigen, was hier gerade los ist, damit wir den Blick hier ins Feine nicht verpassen. Hier schaut, das sehen wir, das ist der große Abwärtstrend der Stunde, den wir hier sehen und hier sehen wir, wie der Markt schön nach oben trendet und das, was wir hier sehen, ist halt die Korrektur zum letzten Abwärtsschubarm und wenn die weiter nach oben läuft, können wir den Trend rausnehmen. Das ist Nummer eins, aber Nummer zwei ist für diejenigen, die sich sagen: Okay, äh, wir möchten hier schon auch mal noch ein paar andere Szenarien mit auf der Uhr haben. Wir sehen halt schön den Trendverlauf nach oben an dieser Stelle, ja. Äh, und diesen Trendverlauf nach oben, wenn dieser Trend gebrochen wird und nach unten geht, haben wir zumindest kurzfristig das Thema. Wenn das vorher passiert, Rückzug vor dieser wichtigen Marke, das heißt eine, nur eine tiefe Korrektur. Und dann haben wir ein paar Anlaufmarker, die wir auf der Unterseite definitiv auch brauchen. Das heißt, das wäre mal zunächst dieses etwas Größere, wie schon gesagt, wir gucken hier auf den 5-Minuten-Chart. Ja, das, also die Relevanzen hier sind ganz, ganz andere. Aber wir haben diese Auffanglevel halt entsprechend mit da und die können wir uns hier anschauen. Und wie schon gesagt, da wäre erst einmal hier die Marke von etwas über 12.610 Zählern. Die sehen wir, die hatten hier eine Relevanz und danach können wir uns ein bisschen ähm, auf die tieferen Marke äh, beziehen. Das heißt, hier unten diese Schwunglevel 12.500 um die 60. Und dann haben wir hier noch eins, was wir suchen können ohne weiteres erste Mal, wenn wir von hier oben eine Umkehr kommen, eine flotte Umkehr bei 12.540. Noch zeigt uns der Markt das nicht an, noch ist der Markt wirklich sehr, sehr schön embolisch hier unterwegs. Und das ist das, was wir hier zur Woche zum Wochenstart auch sehen. Und wir durchaus wirklich Chancen für die Longseite haben, zumal die US-Indizes zumindest jetzt aus aktueller Sicht sich auch positiv entwickeln. Ju, das zum DAX. So, und dann haben wir noch zwei Fragen. Thema Gold. Und Thema Euro US Dollar. Gold kam zuerst, heißt also, ich schaue mir das Ganze jetzt mal kurz an auf der Basis. Zunächst Gold im Tageschart. Da ist ja Gold auch ähm, ja weiterhin auf der Unterseite unterwegs. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, wir hatten das Ganze hier ja auch besprochen äh, in den Morning Sessions. Der Ausbruch aus diesem Dreieck hier nach unten. Ähm, und wir haben auch schon über den entsprechenden Haltebereich gesprochen. Wartet mal, ich muss euch jetzt auch hier mal den Chart räume ich euch mal ein bisschen auf, so, damit das ein bisschen sauberer aussieht. Ein paar Sachen, die wir hier nicht brauchen, rausschmeißen. Äh, was wir hier einfach sehen, ist die Konsolidierung wieder mal unten in so einem wichtigen Bereich. Das heißt, das Level, was wir hier unten sehen, ist der Auffangbereich, der kleine, kurzfristige hier in diesem Spike-Bereich. Punktemäßig oder dollarmäßig mal genannt, 1800 um die 62. Das ist das Tief hier unten gewesen. Da sammelt sich jetzt der Markt. Und hier stellt sich jetzt natürlich ganz, ganz klar die Frage: Was passiert hier unten? Sehen wir einen Wiederanstieg im Goldpreis oder erst einmal den Rutsch nach unten? Und da müssen wir. Aus Technischer Seite ähm, zwei Faktoren im Blick mit haben. Erstens, äh, wir haben hier zunächst erstmal einen Abwärtstrend vorliegen. Der ist zwar aus technischer Sicht nur leicht entstanden, ja, weil wir hier nicht unbedingt den großen Rutsch nach unten hatten. Ähm, sondern wirklich jetzt hier nach unten rutschen und auf kurz unter Trendentstehungslevel sozusagen verharren. Also dort auf einer relativ tiefen Ebene, aber es gibt erstmal nicht den Rutsch nach unten. Das ist das Erste, die technische Seite. Die zweite Seite, die wir hier ein bisschen mit auf der Uhr haben müssen, ist, wie entwickelt sich denn der US-Dollar? Wenn der weiter stärker wird, haut das in die Karten für einen sinkenden Goldpreis. Das darf man an dieser Stelle definitiv nicht vergessen. Also diese Dinge sind auch da. Das heißt, aus technischer Sicht und aus fundamentaler Sicht haben wir jetzt momentan zwei Level da, die durchaus auch für eine Fortsetzung der Situation nach unten sprechen. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier im kleinen trendet der Markt bereits nach unten. Hier haben wir den Abwärtstrend und im größeren schaut man Bewegung, Korrektur. Und hier bewegen. Und wir haben jetzt hier ein Tief und noch ein tieferes Tief. Das sind technische Voraussetzungen für einen Abwärtstrend, der weiterhin die Chance offen hält, die Unterseite zu beleuchten. Das heißt, wenn wir hier äh, und um das letzte Wochentief drunter laufen, das haben wir bei 1849 US-Dollar, dann ist der nächste Anlaufpunkt im Kleinen erst Mal hier unten diese Marke von 1818. Das ist das Level, was wir hier haben. Das ist das schöne Ausbruchslevel, wo wir der Markt hier sehr, sehr stark nach oben gekommen ist. Und das, denke ich mal, wird auch jetzt äh, wieder ein, eine gewisse Relevanz haben, dass der Markt dort nicht einfach so drunter rutscht. Nur das ist Zukunft, ja. Das ist die Erwartung, die ich persönlich an diese Marke habe. Wichtig ist, was passiert denn jetzt. Und jetzt haben wir zwei wichtige Punkte. Und zwar sind das das Hoch und das Tief dieser Kerze vom Donnerstag vergangener Woche. Also da oben drauf 1877 und unten 1849. Und diese Marke geben die entscheidende Richtung jetzt vor. Das heißt, laufen wir dort oben drüber. Haben wir eine, eine sage ich mal, Ausdehnung der korrektiven Phase über die Preisoberseite. Und wir brauchen jetzt hier an dieser Stelle noch gar nicht in den äh, untergeordneten Trendverlauf äh, zu schauen, sondern wir können hier einfach mal schauen, wo der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite ist. Und da sehen wir ganz klar hier oben den Bereich, der mit der blauen Linie markiert ist. Das sind 1907. US-Dollar, das ist der Verkaufsbereich. Ne? Das war hier so ein bisschen das Support-Level. Ähm, hier kam dann definitiv der Bruch auch rein. Und wir sehen, diese Marke hatte auch schon mal eine Relevanz inklusive eines bärischen Abreißszenarios, weil hier drunter gelaufen, nochmal drüber, kurz angetestet und dann der Rutsch nach unten. Heißt also, hier, das ist jetzt ein bärischer Widerstand. Also es gibt ja keine bullischen Widerstände, also das können wir mal streichen, das ist ein Widerstand äh, und damit hätten wir das ganze Thema jetzt erledigt. Das heißt, an dieser Stelle drüber hätten wir hier, wenn wir über 1877 Dollar laufen, Erst einmal kurzfristig den nächsten Anlaufpunkt bei 1907. Fallen wir unten drunter, kurzfristiger Anlaufpunkt hier 1818. Und mit diesem, was ich hier gerade besprochen habe, schauen wir jetzt einfach mal in den Trendverlauf der vier Stunden rein. Und da werden wir sehen, was hier los ist. Nämlich, wir sehen es schon, dieser Abwärtsarm ist natürlich da. Das ist der Abwärtstrendarm, den wir hier haben. Und wenn wir uns den mal im kleineren Zeitrahmen anschauen, dann sehen wir hier auch im Bewegungstrend fallende Hochs, logischerweise also hier auf der Seite, die fallenden Tiefs auf der Unterseite und die Situation, ähm, dass wir hier noch längst keine Korrekturbewegung haben. Die Korrekturbewegung an sich, die wird ja erst dann kommen, wenn wir hier tatsächlich ähm, die Gegenbewegung gesehen haben, also hier nach oben, das ist jetzt die korrektive Phase. Ne? Und wenn wir aus dieser Phase jetzt die Korrektur dazu nutzen, die wir hier am Laufen haben, dass das hier nur die Gegenbewegung ist und wir dann nach oben umdrehen. Das wäre dann das, wenn wir hier über diese 1877 drüber laufen, haben wir jetzt an dieser Stelle, wenn es per se passieren würde, ja, ein höheres Tief und dann die Chance nach oben zu laufen. Also solange wie wir vor diesem Tief hier unten anhalten und dann nach oben traden, haben wir durchaus die Chance hier zur Oberseite rauszugehen. Das ist mal das Long-Szenario. Das Short-Szenario ist, wie schon gesagt, ganz klar die, die Geschichte, dass wir hier nach unten reingehen äh, und einfach den Trend nach unten hin entsprechend auch fortsetzen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, das hat ja hier oben angefangen, hier mit den Bewegungen und Korrekturen, hier gab es den Rutsch nach unten die Korrektur nach oben, so trendet der Markt jetzt und wenn wir hier tatsächlich das weiter nach unten sehen, dann kommt es zur Fortsetzung dieser Dynamik und wir haben dann als nächsten Anlaufpunkt unten dieses Auffanglevel hier ähm, unter der, oder um die Marke von 1800 und ja ein paar eine 20 Punkte, wir haben es im Tageschart gesehen, ähm, wo sie unten ist, das wäre mal das nächste Level zur Unterseite. So und jetzt kommt es noch äh, zu dem Punkt, wo ich gerne mal noch sagen würde, für die ganz, ganz kurzfristigen Trader, ja, können wir ohne Probleme auch sagen, Holla, die Waldfee, wir haben jetzt hier eine Trading Range. Deckel oben drauf, 1877, Boden unten drunter bei 1849. Kann man schön zum Traden nutzen. Ja, und das ist der Punkt. Gerne. Natürlich, sehr klar. Gucken wir uns doch mal an hier im 15-Minuten-Chart. Unten Bodenbildung, PAM nach oben. Oben in die Richtung angekreuzt, Wups, nach unten. Sollten wir hier unten wieder eine Umkehr bekommen? Ganz klar. Auf die Lauer legen, schauen, ob der Markt da unten wieder aufkauft, zack, nach oben traden. Also, wir wissen das ja. In Ranges, wenn man jetzt nicht nur die Ausbrüche auf der Uhr hat, da macht es Sinn, sich oben und unten auf die Lauer zu legen. Oben wird nach unten getradet, unten wird nach oben getradet. Und was man mindestens mal auch erwarten kann, wenn die Richtung natürlich eingeschlagen wird, Test vom Median. Und da sehen wir ja auch sehr, sehr schön hier, wenn wir uns diese Range angucken, da müssen wir uns nicht mit dem Taschenrechner hinsetzen und sagen, wo ist denn jetzt das Median? Sondern wir sehen ja schon, wo hier sozusagen auch der Drehbereich ist, wo sich die Kurse immer wieder treffen, kurz überlegen und dann eine andere Richtung oder Richtung. Fortsetzung machen und da haben wir hier die Punktemarke, äh, die, die Wertmarke um die 1862 Punkte, also das in Gold, da haben wir die Range, die wir traden können. Da haben wir die Oberseite, die könnte zu einer Korrekturausdehnung und die Unterseite, die könnte zur Trendfortsetzung führen. Hier haben wir drei Fakten, die wir durchaus für das aktive Trading im Gold mit nutzen können. Und das zum Gold. Und jetzt schauen wir uns noch das Währungspaar Euro-US-Dollar an dieser Stelle an. So, Leute, wartet mal. Hier muss ich kurz suchen. Euro-US-Dollar. So, gleich kommt er hier. Da haben wir ihn. Also, an dieser Stelle gerne der Blick hier entsprechend rein. Und ja, ich muss sagen. Der Euro, wir sehen es, ist hier auch im, Stundentrat, im Stundenchart weiterhin abwärts gerichtet. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal hier in den Tageschart reinschauen, weil ihr wisst ja, wir haben den Euro US-Dollar äh, hier schon diverse Male beleuchtet. Ich hatte euch ja auch erzählt, ähm, äh, was so ein, ein sage ich mal, eine Umkehr aus dem größeren Bereich hier unten, als wir diesen größeren Abwärtstrendbereich verlassen hatten, auf der Wochenbasis hatte ich euch ja auch gesagt, wo das Ganze hinlaufen kann, ähm, dass wir durchaus mal von hier unten raus Dynamisch die Bewegung nach oben sehen können, locker mal in den Bereich von 1,20 bis 1,25 rein. Hier oben haben wir jetzt das hochgefunden bei 1,20 und hier haben wir dann, oh, warte, ich glaube, ihr seht ja überhaupt nichts, wenn ich das mal so sehe. Leute, wenn ihr einen Chart irgendwo seht, wo ihr nichts erkennen könnt, bitte sagt mir einfach mal Bescheid. Ich bin ja immer so im Reden und ich habe die Charts natürlich ganz, ganz anders im Blick als ihr. Sagt mir das ruhig, dann räume ich ein bisschen auf, okay? Also. Das ist der Blick in den Euro. Und jetzt wird der ein oder andere auch sagen: wie sie gucken, der Seil sich jetzt die Woche an. Ich gucke mir die Woche aus einem Grund an. Und zwar, wir sehen in der Woche sehr, sehr schöne Level, die wir hier haben. Und wenn wir einfach mal schauen, wo wir jetzt runtergerutscht sind, dann sehen wir, dass wir hier nicht weit, weit entfernt sind. Also, also auf, dem, auf, die, auf die Wochenrelation bezogen, ne? sind wir hier irgendwo in der Nähe ja, eines Bereiches, der durchaus Support bieten könnte, ja. In der Nähe heißt also an dieser Stelle, ähm, müssen wir sehen, der Lutz sagt gerade Bescheid. <laughs> Lutz, Bescheid, ich hoffe, du siehst jetzt hier ein bisschen mehr an dieser Stelle, äh, dass der Chart jetzt sauberer ist. Also, das ist der Wochenchart hier auf dem Weg zu einem Support. Und jetzt müssen wir uns an dieser Stelle einfach mal überlegen, was bedeutet denn dieser sehr, sehr starke Schub nach unten? Also hier der Blick unten rein, unter dieses Tief, Wochentief der letzten Woche, haben wir ganz klar die Bestätigung dieser Verkaufskerze. Ja, wir hatten das, diese Kursumkehr schon viel, viel höher besprochen, äh, um die 17,50, 17,40 in dem Bereich äh, haben wir schön die Abwärtssignale bekommen und auch. Kann man als Swing sehr, sehr schön traden. Und jetzt kommt es halt darauf an, fallen wir unter die Woche drunter, ist erstmal der nächste Anlaufpunkt hier unten die Marke bei um die 1570 und darunter dann 1495, bevor wir dann noch ein weiteres Feld nach unten haben. Deswegen schaue ich hier auf den Wochenchart einfach, um gewisse Anlauflevel zu sehen für die Unterseite. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auf Tagesbasis mal anschauen, dann sehen wir halt auch schon, dass wir mittlerweile nach unten trenden. Ne? Das heißt, das was wir hier sehen, wir haben auf Tagesbasis der aktuelle Trend auf Tagesbasis. Das ist ein abwärtsgerichteter Markt. Das heißt hier, zack, nach unten, Korrektur nach oben, jetzt schön die Bewegung. Die Bewegung steht in einer, sag ich mal, doch auch ordentlich weiten Schub. Also das Potenzial lässt so langsam nach und auch die Verortung hier, im Bereich dieser Unterstützung hier unten lässt halt auch Schlüsse zu, dass man sagt, man muss hier auch mal so ein bisschen hinschauen, ob wir möglicherweise nicht Korrekturen bekommen könnten. Und dabei hilft uns bei der Einschätzung dieser Situation, hilft uns das Ganze hier, wenn wir einfach nur mal in den Stundenchart oder gerne auch in den vier stunden chart schauen. Ja, das ist so ein bisschen, äh, naja, je nach Geschmack, beziehungsweise je nachdem, was man sehen möchte. Aber egal, ob wir jetzt in die Vier-Stunden in reinschauen oder ob wir in den Stundenchart reinschauen, wir sehen hier, Einfach dieses abwärts gerichtete Bild. Schaut euch das mal an hier an dieser Stelle. Das ist der Markt, der ganz klar nach unten läuft und das ist der Abwärtstrend, den wir hier auch sehen, den ich euch gerade auch auf Tagesbasis gezeigt habe. Der ist da. Der ist richtungsführend und hier sehen wir sozusagen dann auch mal noch den Bewegungstrend. Den kann ich euch hier auch mal anzeigen Das ist der Lower Time Frame. Hier, da sehen wir den Bewegungstrend nach unten und der Arm ist halt abwärts gerichtet. In den vier Stunden sieht man das. Das sieht man aber auch genauso gut, äh, wenn man sich den, den Stundenchart anschaut. Also, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Das ist einfach nur sozusagen eine Geschmackssache an dieser Stelle. Und hier sehen wir einfach, was los ist. Und wir sehen auch, wie der aktuelle Kurzfristige Trendverlauf weiterhin nach unten gerichtet ist. Und jetzt bringe ich den Chart mal ein bisschen näher ran, weil jetzt wird es echt eine interessante Geschichte, weil, schaut mal, hier oben in diesem Bereich haben wir. Ein Level um die Marke von 1,16, ein paar in der 80, wo wir schon zweimal angeklopft haben ähm, und der Markt immer wieder nach unten abgeprallt ist. Und unten haben wir jetzt eine Situation, wo wir möglicherweise die Chance auf eine Bodenbildung haben. Also hier unten der Bereich um die 1,16,35. Wie ich schon gesagt das ist das sehr, sehr kurzfristig, ja. Hier haben wir eine leichte Unterstützung, hier haben wir ein Tief, hier haben wir ein höheres Tief und oben ist momentan so ein bisschen noch der Deckel drauf. Und man kann halt sagen, wenn wir jetzt tatsächlich hier kurzfristig über oben diese 1, was haben wir hier, 1,16, knapp 40 drüber laufen, dann haben wir Chancen nach oben zu laufen. Die Zielmarke, der erste Zielbereich wäre für mich mal kurzfristig ganz klar hier unten dieses Level. Wo wir unten rausgebrochen sind, also aus dieser Seitwärtsphase oben in diesem Widerstandsbereich unter 1,1663, der Rutsch nach unten. Das wäre für mich, wenn wir hochlaufen, kurzfristig der erste Anlaufpunkt. Und der zweite Anlaufpunkt natürlich hier oben, dieses Widerstandslevel. Wenn wir alles dort rausnehmen, dann haben wir jetzt nicht nur eine kleine kurze Gegenbewegung gesehen, sondern sehen den Markt auch weiter nach oben laufen. Und da können wir sagen, wo können wir ranlaufen für die korrektive Phase, wenn wir tatsächlich hier über dieses Level drüber laufen, hier. Orientiert euch da gerne an den Swingheiß, die wir da auch haben. Das Ganze kann man gut als planungsmäßig, also für die Planung entsprechend nutzen. Das heißt, die Level hier an dieser Stelle weiter nach oben raus bei 1.17 knapp 20 äh, und hier oben bei 1.17 äh, 735. Also das sind die Marke, die wir mal ein ganzes Stück weit nach oben haben. Aber für das kurzfristige Bild ist halt relevant. Was passiert jetzt hier? Ne? Gehen wir kurzfristig über 1.1640 drüber. Chancen zur Oberseite erst einmal als nur die Gegenbewegung. Ansonsten fallen wir unten drunter. Ist das, was wir hier sehen, natürlich nur eine flache Korrektur. Wenn die Schwäche wieder reinkommt, zack, sehen wir relativ schnell den Fortgang runter in Richtung 1.1570. Das wäre hier mal der nächste größere Auffangbereich. Juh. Das passt, wunderbar, das ist klasse, das läuft wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch an Fragen. Den DAU wollen wir mal noch anschauen. Und ach, Christian, <laughs> du bist so ein Lieber. Der Christian, der schreibt hier gerne den Seidel, den gibt es immer mal hier äh, mit Börsennachrichten äh, an, an, an der Seite. Das schreibt er hier ganz gerade. Ähm, das heißt, wer mir hier auch folgen möchte, ähm, rein ums Trading, rund ums Trading. Da ist natürlich Ausbildung immer mal wichtig äh, und da gibt es den YouTube-Kanal von mir. Also, wen das interessiert, googelt mich einfach mal, könnt ihr euch gerne anschauen. Bitte auch den YouTube-Kanal von Tickmill mit anschauen, den gerne auch abonnieren. Da steht natürlich auch immer mal was drin. Wenn ihr hier was verpasst, könnt ihr dort <laughs> entsprechend mit reinschauen. So, danke lieber Christian. Und jetzt schauen wir noch auf den Dow. Da haben wir noch eine Frage. Guten Morgen, wie geht es weiter mit dem Dow? Heißt also, da schauen wir uns den DAU mal noch mit an. Ähm, hier an dieser Stelle, der DAO. So, da ist er. SP haben wir auch. Nastic haben wir ja schon gemacht. Jetzt sehen wir hier den DAO. Wir haben es jetzt inzwischen übrigens kurz nach neun, neun nach neun Leute, wie die Zeit verrennt. Ähm, DAO, gucken wir uns mal kurz auf Tagesbasis an. Also, auch hier, äh, ich räume den Chart mal kurz auf. Lutz, du musst jetzt nicht Bescheid sagen. Ich sehe. <laughs> Dass der nicht sauber ist. Ähm, das heißt, an dieser Stelle einfach mal kurz aufräumen, hier ein bisschen was zumindest kurzfristige Marke rausnehmen. Was wir hier sehen im DAO, genau das gleiche, rein von der bildlichen Formation. Ja? Das, was ich euch vorhin gerade gezeigt habe im NASDAQ und ähnlich wie wir es auch gerade im DAX gesehen haben. Wenn wir uns den Markt hier mal anschauen, ähm, da sehen wir ganz klar einen abwärts gerichteten Verlauf. Das heißt, hier an dieser Stelle, schaut euch das an, der Markt kommt hier vom Hoch. Testet den Bereich hier unten, geht in die Korrektur, macht das Zwischenhoch an einem tieferen Punkt bei 28.369 und dann hier pumpt nach unten. Und wo läuft er rein? Wo hat er rumgedreht bzw. Support gefunden? Hier guckt es euch an. Das hier unten, das ist wieder mal so ein wichtiges Level, ein sogenannter Drehbereich. Und der hat hier drüben halt schon häufig die Relevanzen gehabt. Und das ist hier unten die Marke um die, äh, naja, 26.000 um die 400 Punkte. Der Bereich, der Auffangbereich 400 bis 600, äh, der DAU ist ja relativ groß. So, da haben wir jetzt eine schöne Auffanglevel. Und jetzt die Frage, wie geht es kurzfristig im DAU weiter? Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, dann ist natürlich ganz klar, bezogen auf den Abwärtstrend, den ich euch gerade gesagt habe, ist das jetzt erstmal nur die Korrektur. Und den würden wir ja erst dann rausnehmen, wenn wir hier oben über dieses Zwischenhochbeit. 28.300 knapp 70 Punkten drüber steigen würden. Bis dahin ist aber noch viel, viel Luft und da kann man natürlich auch ordentlich was an Geld verdienen äh, hier an dieser Seite, wenn man die richtigen Marker im, im Blick mit hat. Ne? Und die Marker, die wir hier im Blick sozusagen brauchen, ähm, das ist mal nicht nur die Marke von äh, 27.500, sondern auch dieses kleine untergeordnete Verkaufslevel an dieser Stelle. Und das ist jetzt eine sehr, sehr relevante Geschichte, weil, wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart auch anschauen wollen, wir sehen hier unten den Markt mittlerweile nach oben trenden, Ja, Das heißt, hier, schaut es euch mal an, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein, schaut es hier, auf ging es nach oben, hier unten ein höheres Tief gemacht und jetzt ist der Markt nach oben geschwungen. Das heißt, im kleinen Bereich auch hier haben wir einen Aufwärtstrend. Der letzte Bewegungsarm ist auch ordentlich weit gelaufen und auch schon hier oben in Richtung dieses Zwischenhochs ran. Das heißt auch hier, es würde mich nicht wundern, wenn wir auch hier mal ein Stück Korrektur einfach sehen. Die Marke, die dann relevant wird, ist mal hier unten der Bereich im Kleinsten. Ne? Wohlgemerkt, das ist erstmal das Kleinste, das Allerallerkleinste jetzt. Die Marke von um die 27.200 Punkte. Ja, wenn man es ganz genau nimmt, hier unten kann man halt auch ranschauen. 27.219 ist das tief hier unten gewesen? Also, ich mache hier immer nur so die groben Richtlinien. Bitte, wenn ihr die genaue Punktzahl haben möchtet, schaut es für euren Trade ganz genau hin, damit ihr es habt, wenn ihr es so exakt braucht. Äh, die Seminarteilnehmer am Wochenende haben auch schon gesagt, das ist immer alles so Pi mal Daumen. Ich sage ja, es macht manchmal keinen Sinn, halt zu über ähm, sage ich mal überpenibel zu sein, wenn man wenn man sagt ich muss hier ja rein genau auf den Punkt, am besten noch mit einer Nachkommastelle, dann kann man halt häufig auch Pech haben, dass man es nicht erwischt. Deswegen so die groben Bereiche. Das ist die Unterseite. Fallen wir allerdings nicht nach unten ab, sondern laufen tatsächlich hier über diese Marke von 27.500 Punkte drüber. Was haben wir dann? Dann haben wir schon mal schön einen Abwärtsmarkt rausgenommen, denn dann sind wir hier über das letzte Korrekturhoch rausgelaufen und wir haben dann einen Richtungsführer. Führenden Aufwärtstrend der hier oben die Richtungsführung äh, übernommen hat, weil wir den Abwärtstrend gebrochen haben, und dann können wir uns schön weiter zur Oberseite orientieren. Also hier im DAO, ich würde jetzt ganz einfach mal hier die Marke von 27.500 Punkten im Blick behalten. Wenn wir hier schön sauber drüber laufen, dann haben wir gute Chancen für die Oberseite. Ansonsten mache ich euch mal kurz den Entry Bar rein. Äh, Moment, das will ich jetzt nicht. Ich wollte den Entry Bar sehen wir hier logischerweise solange wie wir noch hier äh, unten drunter sind haben wir die Korrektur am laufen und die wird jetzt hier dunkelgrün und wenn es umdreht haben wir halt die Chance nach unten zu laufen aber auch hier die Seminarzuschauer vom Wochenende die werden es auch wissen immer dann wenn wir so in extrem tiefe Korrekturen reinlaufen ja, dann zeigt uns das manchmal auch ein bisschen was an. Und zwar, dass der Markt hier schwächelt und möglicherweise ein Richtungswechsel bevorsteht. Also wir haben hier wirklich gute Karten in der neuen Woche nach oben reinzulaufen, wenn wir diese wichtigen Marker rausnehmen. Das der Blick da rein. Gut. <laughs> ich sehe gerade, ich komme hier online rein und der DAX bricht nach oben aus. Wir haben es ja gerade auch besprochen. Wir gucken mal ganz kurz noch auf den DAX und dann lasse ich euch in Ruhe. Ähm, hier ist das, was ich auch gesagt habe. Also, wir sehen das momentan, da liegen einfach die Kauforders mit im System drinnen ähm, der Händler. Und hier, äh, wir haben es oben drüber, dieses Tageshoch vom Freitag, wie ich schon gesagt, wir, wir schieben jetzt gerade schön nach oben. Wir sehen, wie dynamisch wir hier auch hochlaufen. Wenn wir uns das mal kurz in der Stunde anschauen, dann sehen wir es einfach auch hier die Fortsetzung nach oben. Da der wichtige Punkt. Hier müssen wir erstmal kurzfristig drüber laufen und im Lower Timeframe sehen wir es schön nach oben schieben. Und jetzt wird es halt wirklich interessant. Hier da sind wir jetzt über dem Freitagshoch und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Da liegen Kauforders und wenn die jetzt plötzlich zum Erliegen kommen und jetzt keine neuen Käufer mehr sehen, dann sehen wir erstmal die tiefe Korrektur. Dann wird auch erstmal interessant, was ich euch vorhin erzählt habe, hier unten dieses Bruchlevel oder dieses Ausbruchs- oder Trendfortsetzungslevel um die Marke von 12.614 bleiben wir aber hier oben drüber über dieser Marke, das heißt bleiben wir sehr stabil oben drüber, dann setzt sich der kleine Trend fort und jetzt gehen wir einfach nur mal in die fünf Minuten rein, ja, ähm, das reicht schon in die fünf Minuten reinzuschauen. Das sehen wir halt. Hier sind wir jetzt schön oben drüber gelaufen äh, und wenn wir jetzt da oben drüber auch bleiben, das heißt, dass sich dieser Trend nach oben hin auch tatsächlich fortsetzt hier an dieser Stelle. Hier haben wir erstmal die dynamische Bewegung, aber wenn wir hier sage ich mal, dann so ein Pendeln drum bekommen und diese Marke hier um die 12.710 nicht wieder abverkaufen. Das ist ein Stärkesignal und das können wir dann sehr, sehr schön dazu nutzen, den Markt nach oben auch zu sehen. Also bleibt hier spannend und gerade für die kurzfristigen Trader, jetzt seht ihr mal, warum wir diese Marker besprechen und warum man sich entsprechend diese Marke raussuchen sollte, um das Ganze zu positionieren. Also, das passt soweit. Ähm, man sieht hier die werte auf der senkrechten achse ich noch eine kurze info äh, auch hier meine zuschauer die hier immer zuschauen ähm, äh, die werte sind auf den achsen unterschiedlich zu sehen. Ähm, im, äh, Im Metatrader ist halt alles relativ klein. Ich kann das leider leider nicht ändern, Das ist die Software äh, und ähm, da müssen wir einfach mit leben. deswegen sage ich euch diese Punkte auch. deswegen zeichne ich das ganze auch immer ein, dass man hier neben äh, den Zahlen am äh, Achsenrand, wo die Preisleiste steht natürlich auch immer wieder auch weiß, worüber der Seite hier spricht. jude das dazu. Ja, ich freue mich, danke für die äh, Rückmeldungen ähm, an dieser Stelle und ich sage ja allen einen erfolgreichen Wochenstart, einen guten Trading-Montag und bis morgen früh, wenn es um 8.30 Uhr wieder heißt, der Check der Märkte, Tickmills, tägliche Trading-Ideen hier mit Fokus auf Forex, Indizes dazu, Gold und Rohstoffe wie Öl natürlich auch mit im Portfolio. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen, Bye-Bye. Und wer mag, gerne den Podcast mit dem Wieland alt mal anschauen bis später tschüss